Und damit, ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze in 4K. Guys, der Hype ist so unfassbar real auf dieses Game. Tatsächlich, ich weiß nicht, bevor wir loslegen, kommen wir zu dem wichtigen Ding. Das Spiel kam im November 2014 raus für die Wii U. Später wurde es dann auf die Switch geportet. Das ist egal. Donkey Kong Country Tropical Freeze ist mein Favorite Game, das ist das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Das ist mein Lieblingsgame of all time. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich habe mega Bock, ich finde super. Ich habe ja eine Abstimmung gemacht, wo ihr abstimmen konntet, welches Game ihr sehen wollt. Und zu 100% haben die Leute für Donkey Kong gestimmt. Und deswegen sind wir jetzt tatsächlich hier. Guys, ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir starten direkt rein. Ganz kurz vorneweg, wir spielen im Funky-Modus. Aber erstmal ohne Funky. Ich bin, auch wenn das mein Lieblingsgame ist, nicht sehr gut in diesem Spiel. Wir werden, ganz kurz, natürlich so viele Puzzleteile wie möglich mitnehmen. Ihr wisst Bescheid, nicht alle. Es ist kein 100% Let's Play. Aber was wir auf jeden Fall alles mitnehmen werden, sind die, Dankeschön, KONG-Buchstaben. Die gibt es in jedem Level zu sammeln. Das sind 4 Stück, KONG, lol. Und davon werden wir immer alle mitnehmen. So, wer Donkey Kong nicht kennt, es ist halt... ist ein Jump'n'Run, ich glaube, das hat man direkt erkannt und, vielleicht wichtig zu erwähnen, Donkey Kong ist, hallo, meiner Meinung nach das detaillierteste Jump'n'Run, also im Vergleich zu Mario ist das hier halt das geisteskrankste, was ihr je gesehen habt. Also wenn ihr Mario gut findet, vom Level-Design her, dann findet ihr das Game hier wirklich überragend. Genau, wir können stampfen, dadurch können wir zum Beispiel brüchige Steine kaputt hauen oder uns hier Wege öffnen, auf denen sogar so ein ganz kleiner Pfeil drauf ist, falls ihr es hier seht. Zack, kommen wir durch. Das mache ich hier mit Y. Wir können rollen und damit Gegner überrollen. Wir können aber auch zum Beispiel nach so einer Rolle, wenn wir in der Luft sind, noch springen. Das sei mal ganz kurz gezeigt. Was können wir noch? Das war's auch schon.
Und zwar hier. Oh, das war jetzt vielleicht noch. Wir können rollen und in der Luft springen, okay? Gut, wär das geklärt. So. Trotzdem würde ich gerne, dass die Pflanze hier mal hinunterkommt. Denn hier oben habe ich wunderschöne Bananen gesehen. Bananen sind sozusagen die Coins. Sammeln wir 100 Stück, gibt es ein Leben. Puzzleteile sind die Starcoins. Es gibt entweder in den Leveln 2, 7 oder 2. 5, 7 oder 9. Einzusammeln. Ja, das war's auch schon. Wir werden das Ganze nicht auf 200% machen. Also das heißt auch kein Hard Mode oder sonst irgendwas. Wir spielen das Spiel so, dass ich Spaß habe. Das war schon mal nicht gut eingesammelt hier. Ich habe das Spiel tatsächlich schon länger nicht mehr gespielt. Länger heißt bei mir so circa ein halbes Jahr. Wir haben das schon mal gestreamt, glaube ich, vor einem Jahr, halbes Jahr oder so. Haben wir das gestreamt tatsächlich. Und da ich dieses Spiel ja über alles liebe, freut es mich, dass ihr genauso Spaß hieran haben werdet wie ich. Hoffe ich zumindest. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, genug des Vorgeplänkes. Kommen wir zum Game. Oh, doch, noch mehr Vorgeplänke. Das hier ist Diddy. Diddy hat ein Jetpack, mit dem wir uns kurz in der Luft hier halten können. Genau. Vermutlich die meisten, die sich das angucken, werden Donkey Kong kennen. Ist jetzt einfach mal so eine Vermutung. Muss nicht. Falls ihr neu seid, auch cool. Vielleicht fühlt ihr das Genre Jump'n'Run und wenn ihr dann Donkey Kong nicht fühlt, dann seid ihr kaputt. Ja. Ah, da bin ich dran vorbei. Ich mag einfach mega dieses Weltendesign. Das Gameplay ist einfach unique. Ich feiere das maximal. Also, wirklich, ich habe noch nie ein besseres Spiel gespielt als Donkey Kong. Wir können unter Wasser, glaube ich, auch Diddy's Jetpack usen. Ah, ne, nur für so einen Stoß. Okay. Wir können aber auch so rollen, indem wir die ganze Zeit Y drücken. Genau. Also unter Wasser halt. Ah, das Herz, das hätte ich dann schon nochmal gerne. Donkey Kong ist ein schweres Spiel. Können wir jetzt einfach mal vielleicht das Spiel spielen und nicht die ganze Zeit erklären. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich beantworte alles. So. Ich finde es einfach cool, diese Dimension nach hinten. Es gibt so 3, 4, 5 Level nach hinten, die sich hintereinander verschieben. So viele Ebenen, es sieht so schön aus. Gibt es hier hinten was? Nein. Wir werden das im klassischen Let's Play-Stil natürlich durchspielen, aber halt in 4K. Und das eine Erneuerung. Müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist die Erneuerung hier. Da jetzt ja viele Let's Plays auch bei mir in 4K kommen werden. Ja. Hi. Ich bin im Übrigen K-Storm, falls ihr mich nicht kennen solltet. Soll ja vorkommen. Oh, Donkey Kong ist so ein schönes Spiel. Das ist, ich weiß nicht, ich fanboye ein Spiel von 2014. Das Spiel gibt mir einen Nostalgie-Kick. Ich weiß nicht, warum. So, hier kriegen wir nochmal Diddy. Brauchen wir nicht. Mit dem Fass füllen sich dann unsere Leben auf. Das auch sehr schön. Und das hier sind, by the way, keine Pinguine. Das sind die... Oh, das war... Oh, das war sehr lost. Das sind die Viehkinger. Ja. Nintendo hat das legit so gesagt. Das sind die Viehkinger. Akzeptiert es. Die haben auch noch genauere Namen. Ob wir auf die zu sprechen kommen, weiß ich noch nicht. Und das sind Schweine. Das sind Checkpoint-Schweine. Also bei denen gibt es immer... Also, na, hier jetzt nicht. Clearly nicht. Aber das Schwein zum Beispiel ziert den Checkpoint. Wenn wir hier alle Bananen einsammeln sollten, bitte. Ja, gibt's ja auch noch ein Puzzleteil. Oh, aber die mögen uns nicht, weil Leute mit Krawatte dürfen hier nicht sein. Und Donkey Kong hat ja eine wunderbare Krawatte. Oh, ich weiß, beim nächsten Mal ziehe ich die DK-Cap auf. Ich bin ja lost, ich habe ja eine DK-Cap. Die ziehe ich dann beim nächsten Mal auf. Also ihr merkt schon, das ist nicht einfach so, Gegner sind da. Die Gegner kommen aus dem Hintergrund auf euch zugeflogen. Die Gegner sind individuell. Manche haben einen Helm. Manche haben was zum Dingsen. Hier gegengeworfen. Das dreht sich. Also das Spiel ist 2,5D oder wie auch immer man das nennt. Ich glaube, das merkt man auch. Also das Spiel ist wirklich... Das ist nicht nur eine Ebene, so wie bei Mario. Es sind wirklich viele verschiedene Ebenen, mit denen ihr auch interagieren könnt. So, das hier ist ein Bonusraum. Boah, gibt heute so viel zu erklären. Es tut mir so leid. Das war nicht so schlau. Ah, wir haben da immer 30 Sekunden Zeit, alle Bananenstauden und Bananen einzusammeln. Und sollten wir es geschafft haben, spawnen ein Puzzleteil und wir bekommen ein Leben, weil es sind immer 100 Bananen in dem Bonusraum. Ganz genau, das seht ihr hier. Ist das nicht schön?
ich bin so gehypt. Ui, ui, ui. Das war nicht so schlau. Oh, jetzt wird uns was erklärt. Drücke L und R und dann passiert das hier. Wir haben so eine Superattacke. Ich werde die wahrscheinlich nie benutzen, weil ich vergesse die jedes Mal. Und bei Didi spawnen jetzt hier ein paar Ballons. Ballons sind Leben, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Kann sein, dass ich es noch nicht erwähnt habe. Genau. Im Zweispieler-Modus spielt dann halt der andere den Begleiter. Der Begleiter ist jetzt in unserem Fall gerade Didi. Ist hier was? Nee, okay. Ich sehe es selber nicht. Auf dem anderen Monitor läuft gerade noch Stuff im Hintergrund. Deswegen, es tut mir leid. So, und das hier ist das sogenannte Ziel. Aber hier noch nicht reinspringen, denn ihr könnt hier nochmal nach hinten fliegen, um dort ein weiteres Puzzleteil zu... Wir haben eins verpasst. Das ist gar kein Problem. Bei dem Ziel laufen immer so verschiedene Dinge durch, die ihr bekommt. Und wenn ihr das DK bekommt, müsst ihr ganz oft Y und X drücken, um ein random Item zu multiplizieren. Genau. Wir haben alle K- und Energiebuchstaben. Wie gesagt, das ist das Wichtigste. Und wir sehen jetzt zum ersten Mal die Overworld dieses Spiels. Zumindest die Overworld aus Welt 1. Kommen wir zu 1-2, der Bruchstrandung. Ich mag auch die Levelnamen, die sind immer so, ich weiß nicht, ich finde, die passen einfach mega gut. Auch die Loading-Screens sehen echt schön aus. Und wir haben immer so kleine Animationen, wenn wir ein Level betreten, das ist auch cool. Die sind auch, wenn wir eine neue Welt betreten, immer geisteskrank aufwendig. So, hier sieht es auch direkt nach einem Puzzleteil aus. Ja, das schmecke ich. Ich bin mir sicher, wir werden so 2, maximal 3 Parts pro Welt brauchen. Der Endboss wird die absolute Hölle. Das ist zwar eines meiner am wenigsten geklickten Videos, aber der Bosskampf hat mich mental komplett gebrochen damals. Ich bin da mit Dingen reingegangen, mit Funky und allem drum und dran, um mich so maximal darauf vorzubereiten, wie es nur geht. Ich wurde gebrochen 35 Minuten und ich glaube eine Stunde rausgeschnitten oder so, weil ich nicht mit diesem Bosskampf klargekommen bin. Das war so geisteskrank schwer. Und das im Funky-Modus, wo man sowieso, genau, ganz kurz zur Erklärung, der Funky-Modus, ihr habt jeweils ein Herz mehr. Normalerweise hätten wir 4 Herzen, jetzt haben wir 6, weil einmal hat Didi eins mehr und einmal Donkey Kong. Ganz genau. Das ist Dixie. Sie hat die besondere Fähigkeit. Naja, sie kann ein Stück nach oben fliegen. Das war's. Leute würden sagen, das ist was Besonderes. Ich finde, das ist okay. So. So, erstmal das K. Aber ich habe auch schon gesehen, hier unten gibt's was. Ein Bonusraum, ganz genau. Haha. Können wir nicht einfach in den Hintergrund springen und die ganzen Coins da einsammeln? Die Coins werden, ich vermute mal zumindest für den Endboss, noch sehr, sehr wichtig werden. Die Coins, die wir hier manchmal einsammeln, Bananen zählen nicht als Coins. Es gibt spezifische Coins, habt ihr bestimmt schon vorher gesehen. Denn wenn wir die einsammeln, es gibt ein richtig gutes Shop-System. Diese Coins hier. Mit dem wir uns Items kaufen können, die uns in so der einen oder anderen Situation ganz gut helfen können. Und da kommen wir auch noch später dazu. Was tatsächlich neu in diesem Teil ist, wir können ins Wasser. Das ging im vorherigen Teil nicht, aber in den alten Teilen. Also Donkey Kong Country 1, 2 und 3 konnte man ins Wasser. Donkey Kong Country Returns, was dann 10 Jahre später oder so rauskam, ging das dann leider nicht mehr. Ganz genau. Das ist vielleicht noch wichtig erwähnt. Und das kam jetzt durch die Switch wieder hier zurück. So, ich sehe aber gerade, das hier oben ist Sass. Ja, ja, ja. Oh, ich hasse die. Ich krieg die nie. Oh, ist nur noch eine. Komm, let's go. Was gibt's dafür? Eine große Bananenstaude. Ich weiß actually nicht, wie viele das sind. Genau. Apropos, wenn wir mit Donkey Kong unterwegs sind, können wir rollen. Und wenn wir noch einen Begleiter haben, dann können wir theoretisch unendlich lange rollen. Das ist wichtig erwähnt zu sein, weil das werde ich häufig usen, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Hier gibt es ein weiteres Puzzleteil, lecker zum Frühstück. So, hier haben wir noch einen Gegner. Stacheln machen Damage, ich glaube, das ist jedem klar. Und ich höre jetzt auf mit Erklären, ich glaube, das ist alles, was es zu erklären gibt. Ja, und wir genießen jetzt einfach dieses wunderschöne Game, ich liebe es. Schaut euch diese Unterwassersteuerung an. Ist es nicht wunderschön? Auch wenn wir auf dem Rücken schwimmen, dreht sich Donkey Kong nach kurzer Zeit um. Es ist so schön. Auch wenn wir springen und über dem Wasser sind, dann... Ah, das sieht man nicht, weil die Distanz nicht groß genug ist. Dann dreht sich Donkey Kong wirklich hin und macht einen Köpfer ins Wasser. Es ist so schön. Es ist so schön.
Ich liebe dieses Spiel so unfassbar. Ich habe noch nie ein besseres Spiel gespielt. Gibt es hier unten was? Ein Herz und sonst erstmal nichts. Die Haie sind übrigens Gegner, die auch ganz normal schwimmen können. Also, oh. Muss nicht unbedingt heißen, nur weil die jetzt da die ganze Zeit hochspringen, dass sie oben bleiben. Die können auch genauso gut einfach nach unten schwimmen. So, und hier haben wir jetzt so eine Animation, dass Donkey Kong einfach mit dem Kopf nach unten. Es ist so schön. Jetzt kommt wieder ein bisschen hier Unterwasser-Action. Unterwasser tatsächlich immer kritisch. Denn wie ihr oben neben unseren Herzen links davon schon sehen könnt, es gibt Luft. Und wenn uns die ausgeht, sind wir, ich glaube, instant tot. Oder verlieren wir das Herzen? Seht mal, ich weiß das gar nicht. Haben wir alle Buchstaben bisher? Ja, okay. Richtig. Und einsammeln lohnt sich in Donkey Kong Spielen immer. Einfach alles mitnehmen. Zum Beispiel hier gibt es ein paar Coins. Ein paar viele sogar. Ja, kann man mal mitnehmen. By the way, wir werden das Spiel vermutlich so in 8, 9 Stunden durchspielen. Der Weltrekord liegt bei 1 Stunde 30. Ja. Muss ich akzeptieren, dass ich halt nicht der Krasseste in dem Game bin. Aber dass das so bad ist, hätte ich nicht gedacht. So. Ne, noch nicht hier, aber gleich. Oh, hier war noch ein Puzzleteil. Wusste ich gar nicht. Obviously kenne ich das ganze Game nicht auswendig. Ich kenne die Level. Ich glaube, ich kenne alle Level. Ich kann mich auf jeden Fall, wenn ich das Level sehe, an jedes erinnern. Aber ich weiß, dass es hier, da müssen wir B gedrückt halten. Dann gibt es diesen Turboantrieb mit Dixies Haaren. Gibt es etwas, das ist sehr schön, aber auch sehr, ich würde nicht sagen nervig, aber nervig. Es nennt sich Secret Exit. Das bedeutet, ich muss das ganze Level gleich nochmal mit dem normalen Exit machen, aber wir schalten dafür ein wunderbares neues Level frei. Und das ist ja immerhin auch etwas Schönes. So. Das heißt, ich werde euch gleich ein bisschen cutten bis zu der Stelle und wir laufen dann da gleich ganz normal auf entspannter Basis weiter. Genau, da unten ist der Shop. Und hier rechts haben wir das neue Level freigeschalten, aber wir schauen jetzt nochmal kurz nach dem normalen Exit. Okay. So, hier wären wir auch schon. Hat auch gar nicht lange gedauert, weil Donkey Kong Level sind echt gut runbar. Also zum relativ schnell durchrennen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich habe es auch gar nicht erwähnt. Die Level in Donkey Kong haben, by the way, gar kein Zeitlimit. Und, oh, nee, das ist die falsche Stelle. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet oder ob ihr es schon gesehen habt, aber es gibt tatsächlich gar kein Zeitlimit. Ja, das ist vielleicht auch noch was, was man mal erwähnen könnte. Die Frage, die ich mir stelle, kann ich hier ins Wasser oder nicht? Ja, kann ich. Okay. Ich konnte mich nämlich noch hier dran erinnern, dass es hier irgendwo noch was gab, glaube ich. Gibt es hier noch was? Nee. Okay, dann würde ich sagen, ab ins Ziel. Oh, ja, das war komplett daneben. Hallo? Stampfattacke und hoch da. Wundervoll. Dann haben wir jetzt auch den normalen Secret Exit geholt. Uns fehlen zwei Puzzleteile, das ist aber gar kein Problem. Weil, ja, darum halt. So, wir kommen direkt zum nächsten Level. Wir machen jetzt zuerst das Secret Level und dann das normale Level da oben. Vielleicht schauen wir vorher noch in Funkys Krimskramskiste. Damit wir ganz kurz durch die Items gehen können. Yo, Kong, willkommen in Funkys Krimskramskiste. Hier werden deine abenteuerlichsten Wünsche wahr. Für ein klassisches Comeback ist Rot die beste Farbe. Ist halt ein roter Ballon, wenn wir, ist halt ein Leben mehr. Abgründe ziehen dich runter, aber so richtig, grüne Ballons heben gleich die Stimmung. Obviously, wenn man runterfällt, wird man gerettet. Blaue Ballons bieten extra lang Spaß unter Wasser. Wir haben, ich glaube, entweder unendlich oder mehr Luft. Hey, Kong-Kollege, wenn du in dem Automaten Bananen einwirfst, bekommst du was Cooles. Hier gibt es so Sammelobjekte, die wir nicht kaufen werden, weil das Geldverschwendung ist. Ein Herz, yo, also bild dir aber nicht so viel darauf ein. Es ist halt ein Zusatzherz, was wir das ganze Level über haben. Und wenn wir es verlieren, können wir es wieder auffüllen. Das ist der beste Stuff der Welt. Dieses Zeug ist der Hammer, sag ich dir. Schmeckt voll krass. Das gibt euch 5 Zusatztreffer. Das heißt, ihr habt 5 Herzen mehr, die ihr aber nicht wieder auffüllen könnt. Hast du häufig Unfälle? Dann brauchst du eine Vollkasko-Versicherung. Zu gut, Vollkasko. Es gibt Loren-Level. Da sitzt man in so einem Wagen. Und wenn der Wagen halt Schaden nimmt, ist nicht gut. Dafür gibt's das Ding. Squawks findet Puzzleteile wie kein zweiter. Ja. Und halt hier die Fässer. Zum Beispiel Cranky, den haben wir noch nicht gesehen.
Zu dem kommen wir dann aber noch. Kommt wieder vorbei und nicht vergessen, ihr könnt euch gegenseitig helfen, aber ich konnte nicht alles lesen jetzt. Okay, hopp, hopp, hurra, 1A. So wie meine Leistung heute hier. Ich bin schon wieder der Lustigste heute. Der aller, ich bin der einzigste Lustigste. Der einzigste Geist, der einzigste. Hashtag einzigste. Uhuhu. Rein da. Es ist so ein Nachtlevel, das gefällt mir jetzt schon, weil bei Nacht, Nacht sieht immer cool aus in Donkey Kong. Wirklich. Also, noch kein Level gesehen, was mir bei Nacht nicht gefallen hat. Ui, sind das die heiligen Bananen oder was? So. Bub. Ah. Ui, 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 das war knapp. Das war jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee. Genau, wir können nicht mehr als 99 Leben haben. Das ist vielleicht nicht so schön. Aber auch eigentlich kein Problem. Also wenn ihr es schafft, 99 Leben zu verbrauchen, dann würde ich mir Sorgen machen. Gibt es hier ein Puzzleteil für? Nein. Leider nicht. Hier können wir uns festhalten mit den Schultertasten. Und entlang sliden. Ist das nicht schön? Ah, da könnte ein Puzzleteil drin sein. Da will ich gucken. Wir gehen hier auch ganz entspannt durch, Guys. Das wird so ein Projekt, das wird eine Weile dauern. Und ich will hier auch so wenig wie möglich rausschneiden, weil das ist wirklich... Das ist mein Herzensprojekt. Wortwörtlich. Dieses Spiel ist so unfassbar schön. Ich möchte hier nichts rausschneiden eigentlich. Deswegen wird es auch nicht so wie ein newer Projekt werden. Weil ich einfach zu viel rausschneiden müsste dann. Das möchte ich nicht. Das ist so ein cooles Game. Ui, Fanboy. Oh mein Gott. So. Zack. Was gibt's da unten? Wieder ein paar Bananen. Oh, sogar ein Puzzleteil. Das erste von fünf. Es ist nicht das erste, es ist aber eins von fünf. Das macht's auch nochmal schwerer. So weiß man nicht genau, wo man suchen muss. Hm, komm, nein, bitte, halt. Oh mein Gott, das war knapp. Ist aber auch nur für eine Coin. Da oben sehe ich ein wunderbares Puzzleteil. Dieses hätte ich gerne in meiner Tasche. Ein Puzzleteil vor allen Dingen, gell? Naja. Lesen war noch nie so meine Stärke. Ah, yes. Da unten ist safe ein Puzzleteil gewesen. Aber das haben wir clearly verpasst. Aber das hier nicht. Und das ist immer noch kein Puzzleteil, Kollege. Bumm. Zack, 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 zack. Huh. Gibt's hier hinten was? Müsst ihr auch manchmal gucken. Manchmal kann auch, nachdem ihr irgendwo rausgelassen werdet, dahinter was sein. Bisschen fies, aber ist ja gar kein Problem für uns. Zack. Uiuiui. Festhalten, festhalten. Oh. Zack. 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 Oh nee, da hätten wir einen Ballon mitnehmen können. Oh, war das knapp. Uiuiui. Ui. Wupp. Zack. Das ist so ein Kanonenfass-Level. Ihr ballert euch halt überall rum. Macht mega Spaß. Kann aber auch schnell frustrierend werden. Habe ich jetzt genug erklärt? Mann, ich bin die ganze Zeit in diesem Erklärbär-Modus. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es gibt bestimmt Leute, die können das schon nicht mehr hören. Oh ja, oh ja. Das, seht ihr das? Das ist richtig angenehm. Zack, zack. Ja, kann man mal machen. Das ist schön gewesen. Oh, das war so risky. Aber gar kein Problem. Für den einzig wahren Donkey Kong Meister wartet. Seht ihr das? Das bewegt sich. Nein? Das sah so aus. Ah doch, es bewegt sich doch. Ich hab doch gecallt. Ich hab's genau gesehen. Ich dachte, das wird mich jetzt zerquetschen, wenn ich da im falschen Moment gegenfliege. Oder wir würden daran abprallen. Oh, ist es das Level, wo ich denke, dass es das ist? Bitte nicht. Nee, okay. Rein da, rein da, rein da. Let's go, 13 Coins mitgenommen. So will ich das. So ist das doch perfekt. Da freuen wir uns alle. Alle KNGs. Sehr wenig Puzzleteile. Aber gar kein Problem für uns, für den einzig wahren Meister hier. Ey, wenn ihr davon nichts verpassen wollt, Guys, abonniert den Channel. Es wird so geisteskrank noch werden. Ich sag's euch. Das hier ist nur der Anfang. Kommen wir zu 1-3 Wrackwanderung. Und wenn wir schon dabei sind, ey. Leute, die einen Like da lassen, werden faktisch automatisch schöner. Geheimtipp. So, genug davon. Rein da.
He is the leader of the bunch. You know him well. He's finally back to kick some tails. Ganz genau. So, rein da. Das war so eine Wand, die ihr aufmachen musstet. Falls man das nicht gesehen hat. Sorry. Okay. Ist das ein einfacher Bonus? Ich würde jetzt so spontan sagen, ja. Also hier am besten, klar. Ich werde auch ein bisschen Tipps hier geben. Haltet einfach immer die Schultertaste gedrückt. Da macht man nichts falsch mit. Schultertaste in solchen Leveln sowieso immer gedrückt halten und nur, wenn ihr wirklich loslassen wollt, loslassen. Ja, gehört zu den einfacheren Räumen. Bumm. Let's go. Was kennen wir? Das Standardgedöns halt. 100 Bananen, dadurch ein Leben und eine Coin. Ja, das ist so ein Lianen-Level, wo man ungerne das Ding loslässt. Ihr könnt auch, ihr müsst gar nicht loslassen, ihr lasst automatisch los, wenn ihr, ohoho, wenn ihr springt. Und wir bekommen ihn, den einzig wahren Cranky Kong. Mit ihm können wir super Hyperspeed aufbauen. Oh, lol. Genau, in der Luft B gedrückt und wir können über Stacheln laufen. Aber scheinbar auch nicht jedes Mal. Aber wir springen auch einen kleinen Ticken höher. Und das ist ja schön. Hier kann man sich, soviel ich weiß, mit einem richtigen Trick unendlich Leben ergrinden. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Nee, unendlich Coins, Entschuldigung. Nee, doch, ab irgendwann werden es auch Leben, glaube ich. Ein Herz wäre zu gut. Meine Frage ist allerdings, wie wir da drüben hinkommen. Aber ich habe schon gesehen, hier ganz versteckt eine Wurzel. Das ist auch nur ein Puzzleteil. Aber nehmen wir mit. Warum denn nicht? Puzzleteile zum Frühstück immer gut. Oben lang. Wäre schon schön. Rein da. Zack. So ein bisschen hat was mit Timing zu tun. Ist ganz cool. Dankeschön. Treffe ich den? Nee. Wäre aber krass gewesen. Komm, komm, gib zu, wäre krass gewesen. Einmal hier drüber schwingen. Ich mag auch, wie diese Liane, die hängt da oben an so einer Lore. Also, Guys, bei dem Let's Play, schaut bitte in den Hintergrund. Ihr verpasst so viel, wenn ihr das nicht tut. Das ist schon unfassbar. Es gibt so viel zu bestaunen im Hintergrund. Wirklich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Fliegt der nach unten? Ja, ja. Und dann können wir hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier. Zack, zack. Rein da. Puzzleteil in meine Tasche. Ah. Oh, oh. Hier müssen wir uns ducken. Guck mal, das nette Schweinchen, das sagt uns das auch. Ah. Das war vielleicht nicht ganz so smart. Aber die Coins, die nehme ich gerne mit. Hier ein paar Schnecken. Ob die auch zu den Viehkingern gehören, ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Zack. 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 Was gibt's hier? Ah, da oben geht's rein. Ja, ein weiterer Bonusraum. Es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Ich könnte dieses Spiel nicht nie wieder spielen. Also warum... Nintendo, was ist los mit euch? Macht doch mal ein neues Donkey Kong, bitte. Es wäre so schön. Er ist doch jetzt im Film. Ihr müsst ihm doch jetzt auch noch ein bisschen Spiel geben. Er ist der Favorite Character von allen. Also, habe ich mir... Imagine, da dran vorbeizufliegen. Imagine. Imagine. Donkey Kong sieht im Film weird aus. By the way, heute ist Mittwoch, Guys. Ich gehe nachher einfach in diesen Film. Der ist heute released. Es wird geisteskrank. Es wird geisteskrank. Der Hype ist da. Es wird wahrscheinlich ein Casual-Film werden. Es ist ein Kinderfilm. Machen wir uns nichts. Hä? Er hat sich nicht festgehalten. Machen wir uns nichts draus. Das ist halt ein Kinderfilm. Wo spawn ich? Oh, hier. Ja gut, ich schneide das raus. Ich habe gehört, dass wir uns diesmal hier besser anstellen. Und genau das tun wir auch. Er war ein bisschen lost vielleicht. Ich würde gerne die Coin mitnehmen. Zack. Let's go in meine Tasche. Ist das nicht wundervoll? Hier ist das Ziel. Aber. Ach ja. Hier gibt es A noch ein Puzzleteil. Und B, wenn wir hier gut im Springen sind. Guys, guys, guys. Listen, listen.
Das ist die originale Donkey Kong Musik von damals. Und ganz am Ende dieses Levels gibt es no joke noch einen Secret Exit. Das heißt, ich muss jetzt das ganze Level nochmal von vorne spielen. Natürlich schneide ich euch das komplett raus, weil wir haben jetzt das andere Ziel clearly gesehen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, fast alle Puzzleteile. Vielleicht finde ich das letzte ja noch. Let's go. So muss das. Guys, damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich habe das Puzzleteil, by the way, nicht gefunden. Aber wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat, würde mich ein Like mega, mega freuen und auch unterstützen. Und abonniert den Channel, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Das habe ich heute schon dreimal gesagt. Es tut mir leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute.